Hallo, die Faust zu trainieren, ohne davor das Stehen wie ein Pfahl geübt zu haben, ist so, als wolle man ein Haus bauen ohne Pfeiler. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und meiner Meinung nach eines der allerwichtigsten ist. Und ich sage auch, das ist eigentlich die wichtigste Übung überhaupt. Es geht um das Training des Standes, das im Wing Chun gerne etwas vernachlässigt wird oder besser gesagt hier bei uns im Westen vernachlässigt wird. Standtraining ist ein integraler Bestandteil eigentlich mehr oder weniger aller mir bekannter Kung-Fu-Stile. Die inneren Kampfkünste, da spielt es eine ganz große, ganz besondere Rolle, ob wir es an das Tai Chi, also Tai Chi Chuan denken, im Xing-Yi spielt es eine Rolle. Auch selbst im Shaolin-Kung-Fu ist das Training des Standes ein ganz, ganz wichtiges Training. Besonders eigentlich bei südchinesischen Kung-Fu-Stilen sagt man überhaupt, dass der Stand, der Pferdestand, der Mahu, überhaupt so etwas wie ein Merkmal ist. Es gibt im Chinesischen sogar diesen Satz, Meo Mahu, Bushi Rangshuan, was so viel heißt wie, wenn es keinen Mahu, also keinen Pferdestand gibt, dann ist es keine südchinesische Kampfkunst. Ja. Wing Chun aber ist eine südchinesische Kampfkunst. Insofern überraschend, dass eben der Stand so oft bei uns so eine untergeordnete Rolle spielt. Wir stehen zwar im Wing Chun oft, und da bitte auch ein Video anzuschauen, eben über den Wing Chun Stand Ichigi-Yoma oder Iras genannt, eben in dieser eingetretenen Stellung, aber es gibt auch Wing Chun-Stile, beispielsweise das Gulo Wing Chun, auch da gibt es ein Video von mir über das Gulo Wing Chun, da wird schulterbreit gestanden mit Zehen geradeaus. Die sprechen auch wirklich vom Mahu, also vom Pferdestand. Das Trainieren dieses Standes ist meiner Erfahrung nach das allerwichtigste Training überhaupt. Bevor wir darüber sprechen, warum ich der Ansicht bin, dass dieses Training eine so große Rolle spielt oder eine so große Bedeutung hat, schauen wir uns jetzt gemeinsam die Übung einmal an. Zunächst stehen wir Füße nebeneinander, möglichst aufrecht, Wirbelsäule aufgerichtet, der höchste Punkt am Kopf, der Scheitelpunkt, wo der sogenannte Beinhöhepunkt sitzt, zieht nach oben. Es ist hilfreich, wenn wir schon in dieser Position, ich zeige es mal von der Seite, versuchen, dass wir uns möglichst gut über unsere Füße bringen. Meistens hängt man zu weit hin. Wenn ich hier meine Hüfte etwas versuche zu öffnen, dann bringe ich mich noch mehr über meine Füße. Ich spüre das meistens auch dadurch, dass sich der Druck auf meiner Fußsohle erhöht. Wie gesagt, Scheitelpunkt zieht nach oben. Und damit bin ich jetzt hier schon mal fürs Erste gut aufgerichtet. Und dann, im nächsten Schritt, könnte ich jetzt versuchen, eben hier abzusinken. Achte immer noch darauf, dass hier der Rücken möglichst gerade bleibt. Achte darauf, dass nicht zu viel Knie nach vorne gehen, sondern wirklich möglichst gerade hier hineinzusinken in die Position. Und dadurch selbst von vorne würden wir, Gewicht ist gesunken, verlagern das Gewicht auf eine Seite, anderes Bein heben zunächst die Ferse. Wir stellen aus, schulterbreit oder tendenziell vielleicht sogar eine kleine Spur breiter. Lassen uns hinein sinken in die Position. Wichtig wird, die Knie nicht zu weit nach vorne, Knie dürfen nicht über die Zehenspitze gehen. Aufrecht, alles absinken lassen. Schultern hängen tief, auch die Ellbogen hängen tief. Trotzdem versuchen wir hier jetzt die Hände nach oben zu bringen. Stellt uns vor, als würde am Ellbogen oder am Bein der Ellbogen jeweils ein kleines Gewicht hängen, das uns nach unten zieht. Das Einzige, was wir nach unten ziehen, ist eben hier oben der Scheitelpunkt. Wenn wir hier aufgehangen werden, dann fahren und den Rest des Körpers lassen, wir wirklich wie absinken, wie runterhängen.
spüren unsere Fußsohlen in den Boden und wir müssen uns nicht behalten. Alle Verspannungen lösen. Und ganz wichtig ist, die Schultern loszulassen. Auch, das fällt schon schwieriger in der Position, die Hüfte zu lösen. Selbst die Knie, also wir sollten das jetzt nicht über die Knie halten. Die Knie müssen ganz durchgängig sein. Wir sinken tiefer und immer tiefer hinein in diese Position. Ich zeige es nochmal von der Seite. Also ungefähr hier, abgesunken, aufgerichtet, Schulter locker. Ja. Versuchen zu entspannen, alles zu lösen, alles sinken zu lassen. Stehen zu bleiben. Und wir versuchen jetzt fürs Erste einmal in dieser Übung vielleicht 5 Minuten stehen zu bleiben, wenn wir hier noch keine Vorerfahrung in die Übungen haben. Und versuchen, soweit es geht, zu entspannen. Warum hat also dieses Training meiner Ansicht nach so große Bedeutung? Es geht beim Training des Standes um weit mehr als nur darum, stabil zu stehen. Wobei selbst dieser Aspekt natürlich in einem Kampf schon nicht zu unterschätzen ist. Sobald ich mein Gleichgewicht verliere, habe ich möglicherweise auch schon verloren. Also klar, gut zu stehen ist wichtig, aber es geht eben um weit, weit mehr. Das richtige Stehen und damit der Aufbau der richtigen Körperstruktur, was ich mit Struktur genau meine, gibt es auch eben ein Video von mir, der Aufbau der richtigen Körperstruktur bedeutet eben, dass wir unseren Körper optimal einrichten. Dass unsere Muskeln, unsere Gelenke, unsere Sehnen alles perfekt zusammenspielen kann. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine richtige Kraftübertragung. Kraftübertragung immer in beide Richtungen gedacht. Einerseits Kraft kommt rein, ich muss Kraft annehmen und sie mehr oder weniger ableiten hier nach unten in Richtung Boden. Oder aber eben ich will Kraft erzeugen, dann hole ich sie mir wieder eher von unten nach oben, vom Boden hinaus. Und damit das funktionieren kann, damit es funktionieren kann, dass jede unserer Bewegungen, jede unserer Techniken vom ganzen Körper unterstützt werden kann, ist das Standtraining einfach das Nonplusultra, das wichtigste Training überhaupt. Richtig zu stehen erfordert eine große Beweglichkeit, eben im Hüftbereich, die Hüfte entsprechend öffnen zu können. Das ist meistens nicht möglich, dass ich hier diese Hüfte entsprechend öffnen kann, mit dem Schwerpunkt entsprechend absinken kann, trotzdem aufrecht bleiben kann. Das ist schwierig und muss und will geübt werden. Natürlich auch die Kräftigung der Beine, der Oberschenkel, dann aber trotzdem zu schaffen, die Gelenke entsprechend, dass die nicht einsteifen, sondern dass ich die lösen kann, dass ich einfach in alle meine Positionen tief rein sinken kann, trotzdem aufrecht bleibe, trotzdem im Lot bleibe, stabil bleibe, die Kraftübertragung optimal habe, mir in jedem Moment deswegen die Kraft wirklich aus dem Boden holen zu können, das ist das Entscheidende. Das ist auch meine Erfahrung mit vielen Schülern, ich unterrichte mittlerweile seit 20 Jahren und gerade bei Schülern, die oft schon jahrelang im Unterricht schon gelernt haben und zu mir kommen, merke ich sofort immer, das ist das größte Thema. Da sind die Armtechniken oft gar nicht schlecht, aber was hat man davon, wenn man beim kleinsten Stoß dann schon wieder umfällt? Also da kann man sozusagen, kann nichts entgegengesetzt werden, es kann nicht, ist ja auch die deutsche Sprache sehr schön, nicht standgehalten werden, wenn eben dieses Standtraining nicht funktioniert. Ich lade dringend dazu ein, das zu trainieren. Es ist ganz, ganz spannend, was das passiert, wenn man sich darauf einlässt, dann beginnt durch dieses Training, wenn man wirklich konsequent ist, sich der eigene Körper selbst einzurichten. Warum ist das so? Weil wenn ich jetzt stehe und beispielsweise meine Schulter ist ganz verspannt und ich stehe jetzt ein paar Minuten, wird das furchtbar unangenehm und Schmerzen und ich möchte irgendwie raus. Und was macht man? Normalerweise sagt man, okay, ich bewege mich, ich gehe raus aus der Situation. Wenn ihr aber jetzt sagt, nein, diese Option gibt es nicht, das ist quasi der harte chinesische Weg, und ich sage, nein, ich bleibe jetzt in dieser Position drinnen, dann muss der Körper beginnen, irgendeine Lösung zu finden. Und nach wird der Körper feststellen, Moment einmal, vielleicht kann ich ja doch irgendwelche
Muskel loslassen. Und nach erkennt dann der Körper, dass eben man viel, viel mehr sich mehr entspannen kann. Der Körper richtet sich ein, richtet sich vielleicht mehr auf, verändert sich mit der Zeit und sucht dann selbst sozusagen nach Lösungen und beginnt damit die eigene Haltung und die eigene Struktur zu optimieren. Ich bin deswegen auch so überzeugt von diesem Training, weil ja, es hat riesengroße Auswirkungen auf die Kampfkunst, aber generell auch vom gesundheitlichen Aspekt her. Gerade in unserer heutigen Zeit, die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag sehr viel, da an der Haltung zu arbeiten, die zu optimieren, ist generell etwas, wo man natürlich unglaublich profitieren kann. Deswegen lade ich wirklich ein, das zu probieren. Gerne gibt es wieder auch Feedback. Toll wäre es, wenn ihr wirklich mal sagt, ich nehme mal vor, einen Monat das jeden Tag mal zu machen, langsam die Dauer zu steigern. Ich werde jetzt wirklich überrascht sein, wie sehr euch das weiterbringt. Gerne dann mir Feedback schicken, würde mich darüber freuen. Wenn ihr sonst eben Interesse an Wing Chun und Kampfkunst generell habt oder der Philosophie dahinter, vielleicht wollt ihr meinen Kanal abonnieren. Es gibt ganz, ganz viele Videos, es werden jede Woche mehr. Würde mich freuen, dann sehen wir uns bei einem der anderen Videos bald wieder.